ist das Ding ist das. Genau, Jack und Brasilien, Jack und Flora, die sein Team. Check mal, sehr deutlich hier. Das wird auf jeden Fall ziemlich interessant, aber jetzt, ich kann auf jeden Fall sagen, dass da an sich eigentlich von dem Skill Gap eigentlich ziemlich groß sein sollte. Zumindest ist auch von individuellen Level. Gemessen an Tournament Performance? Genau, gemessen an Tournament Performance. Also Flora ist auf jeden Fall eine sehr starke Spielerin und Jack ist auf jeden Fall, er war eine gute Zeit nicht mehr aktiv, aber das ist trotzdem auf jeden Fall sehr interessant. Muss man auf jeden Fall respektiert werden. Und die anderen sind natürlich auch gut, aber halt im Verhältnis zu deren Level, wenn man sie sozusagen gegeneinander spielen lassen würde, dann würden beide jeweils eigentlich, sollten sie vom System anordnen. Hat er gerade ernsthaft Ryoko mit Pieri getötet? Ja, das hat sie gerade gemacht. Ja, tut mir leid, das mit dem R und sie, das ist... ich kenne die ganzen Spiele immer noch nicht, deswegen komme ich da schnell durcheinander. Ja. Ich weiß, es ergibt Sinn, ich meine sie als Flora, es tut mir leid. Ich meinte R als DDD, aber da weiß man das ja auch nicht. Ja, es ist halt immer so... Im Deutschen ist es ein bisschen schwieriger, im Englischen kommt immer einfach Bell. Zumindest einfach. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall sagen. Das ist halt teilweise so, manchmal denkt man an den Charakter, manchmal denkt man an die Spieler, genau, und halt kommt man ein bisschen in Verwirrung. Aber wüsste ich jetzt auch nicht mehr. Ich meine, bestimmt King. Ja. Ja, ja, ansonsten Queen DDD. Könnte auch Queen DDD, genau. Wir haben es jetzt hier, 34 Stocks auf jeden Fall. Und ja, die Favoriten sind zur Zeit am Führen. Das ist ja eine sehr gemütliche Lieferung, muss ich sagen. Also Sora und... Oh, wunderschöner Spike da. Ja, sehr schön. Spike. Hat Lukas immer noch diesen nicen Spike von Brawl? Wenn du die, meinst du die Backer oder die Downer? Oh, was? Gegen den Screen. Wenn du den Fallrückzieher meinst, ja, dann hat er ihn noch. Okay, sehr geil. Der Fallrückzieher wurde auch gerade gegen Flora getroffen. Also das ist keiner meiner Lieblings-Spikes, wenn es hier sehr ästhetisch. Aber ich glaube, nichts kann den guten alten Dank von Mario schlagen, ehrlich gesagt. Ja. Der Mario Dank. Aber ich finde Donkey Kongs Kopfnuss eigentlich auch ganz nice, wenn das, wenn das benutzt. Wobei das Spike nicht so gut, ne? Ja, ist aber, hat aber ein Wow, das. Es ist effizient. Es ist effizient. Es ist effizient. Einfach suck and go. Einfach suck. Ja. Jupp, boom. Das heißt, du bist jetzt gleich dran, ne? Ah, nee, die. Ah, schon Best of Three. Tut mir leid. Best of Three. Professional Commentary. Eile mit Weile. Wie viele Leute haben wir eigentlich im Chat? Das interessiert mich jetzt mal. Das können wir bestimmt mal nachgucken. Ist hier keine Maus? Richtige Tontalente, ja, danke schön. Ja. Ich bin ja nicht nur als Begleiter da, weil ich mal Bock hatte auf Smash. Und dann haben die gesagt, ja, kannst du ja mal kommentieren. Und ich hatte Lust, mal ein bisschen rumzuhypen. Ach, ist immer nett, jemanden zu haben, der auch gute Spaß hat zu kommentieren halt. Total. So. Also ich meine, wusste ich nicht vor, weil ich es noch nie gemacht habe, aber ich finde, das macht schon Spaß. Ja, auf jeden Fall. Einfach. Also. Okay. Hat sich nichts geändert an der Teamcomp? Ah, gucken wir. Hoffentlich schafft Team Audi direkt erstmal am Anfang den Ton gesetzt, einmal von der Stage runtergespuckt. Drake ist weg, glaube ich schon. Ja, ich glaube, Drake ist gefahren. Nein, er kam. Oh. Nein! Wow. Wow. Ich kann nicht mehr. Was war das? Ich glaube, das war die ultimative Kommentare des Girls. Ich weiß nicht. Ich dachte gerade, Drake war 100% weg. Hype das gerade. Und was passiert? Drake recovered uns. You jinxed it. Oh mein Gott. I'm so sorry. Wow. Wow. Und da wird Cricket gespielt mit Lucas. Oh, schon wieder. Oh. Als ob. Schon Drake wieder. Und der Gordo. Die heißen Gordos. Die heißen Gordos. Gordos. Die Spike ist okay. Heißen Gordos. Alles klar. Schneller Spieler hier. Gordos, Freemanos. Genau. Oh, das war ein guter Sniper, oder? Schön nach oben da einfach so die Kammer gedrückt. Und da ist. Das hier. Geht so schnell. Ja, ja. Das ist schon echt ein wildes Spiel, vor allem bei Double Slide. Da passiert überall etwas. Also, das ist.
Oh, oh, das war eine wunderschöne Kombo da, wie Pierre Berry da extra Damage gemacht hat, damit der Kill da hatte. Mit dem PK Fire war das, oder? Genau. Das war echt wunderschön. Und das ist, an sich noch ein Stock runter, das kann, der Snipe! Der PK Freeze. Aber hat nicht geheilt. Ja, die Psyche ist halt echt, das war Lucky. Happy hat an sich gute gecovert, also. Während eigentlich Edge Guard hat, kann er theoretisch gut recovern. Loa darf jetzt keinen Schaden mehr nehmen. Die ultimative Power. Ah, na Mann, schade. Sie ist weg. Oh, oh. die gute alte Lucas Recovery. Oh nein. Oha. Oh Gott, SD. Das ist bitter. Was heißt SD? Self-Destruction. Oh, okay. Oh, das ist wow. Eine geile Combo. Comeback. Jetzt ist Pierre Berry auf jeden Fall überleben. Pogchamp. Wenn Pierre Berry überleben kann, dann kann es auf jeden Fall was werden. Da war der Fallrückzieher in Follow-up von Sora gerade. Das war auch geil. Fandaga. Was sind das für Namen? Okay. Kann Ryoko jetzt so campen, wie das Flora da bei dem vorigen Set gemacht hat? Das ist nicht die Frage. Dawn, Plot Armor, Protagonist Jump. Stop, let's go. Ein Stock kriegst du noch. Come on. You can do it. Glaub, oh, der Deflect. Ich glaube, die macht der Herzen. Oh. Don't get the Zug. Nice. Come on. Ja, Ike tut natürlich schon weh. Gut überlebt. Aber hält sich tapfer. Wie ein Held. Heldenhaft. Wow. Oh, sie wollen das oh mein Gott! Nein! Oh, da ist er! Lebt. Er lebt! Oh. Er lebt noch! Nein! Wow! Sehr geil! Nein! Aber nochmal richtig schön zum Ende. Nochmal gekämpft, noch nicht aufgegeben, auf jeden Fall Respekt.